Hallo und herzlich willkommen beim Autoradio Shop Stuttgart und auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben hier einen Audi A4 B9, der ja so seit 2015 gebaut wird. Und speziell, wenn man das Audi Soundsystem hat, besteht hier wirklich viel Verbesserungspotenzial, was die HiFi-Thematik angeht. Und dafür haben wir ein tolles Set entwickelt, was einigermaßen vom Aufwand her überschaubar ist. Das besteht aus einem Match Up 7 DSP Plug-and-Play Verstärker mit 7 Kanälen, einmal ein Kabelsatz und aus einem 25 cm Subwoofer, der speziell für die Reserveradmulde des Audis gebaut wurde. Von der Form her hat einen fahrzeugspezifischen Halter und passt unter die Abdeckung des Kofferraumbodens. Für den, der selber einbauen mag, haben wir hier einmal eine Werkzeugauflistung. Man braucht einen 10er, 13er Schlüssel, eine Vielzahnnuss M8, einen 10er Steckschlüssel, ein Kreuzschlitzbit und einen 8er-Bit für das Handschuhfach und im Idealfall natürlich einen Akkuschrauber. Der Einbau beginnt hier auf der Beifahrerseite. Wir haben hier im Handschuhfach die Blackbox der Head Unit. Wir bauen das Handschuhfach aus und öffnen hier den Kabelkanal, also den Einstieg, wo wir das Kabel für die Batterie auch reinlegen und für den Subwoofer. Einmal hier erstmal mit dem Kunststoffhebel den Seitendeckel öffnen und zur Seite legen. Dann gehen wir hier an diesen Einstieg ran, richtig kräftig drunter fahren. Meistens springt er schon hier hoch und das Ding nach hinten ziehen. Damit lösen wir auch gleich diese kleine Abdeckung, die man hier rausklipsen kann. Die könnt ihr hängen lassen und diesen Einstieg hier zur Seite legen. So, und dann wird das Handschuhfach bereits hier mit dem 8er Schlüssel herausgelöst. So. Das Handschuhfach haben wir gelöst. Jetzt können hier die Steckverbindungen abgesteckt werden. Einmal hier oben und einmal unten am Licht. Einfach die Nase betätigen und die Steckverbindung ausstecken. Nachdem wir das Handschuhfach ausgebaut haben, waren im Übrigen 9 Schrauben, haben wir die Head Unit hier vor uns. Die ist hier mit 2 Bügeln befestigt. Einmal auch wieder die gleichen Schrauben wie beim Handschuhfach. Einmal hier eine. Und eine da hinten. Und jetzt kann die Radioeinheit, was kommt da? Entnommen werden. Die hängt so ein bisschen drüber, muss man bewegen und schauen, wo die eingehängt ist. Und dann lässt sich die Radioeinheit herauslösen. Die Kabel sind wirklich sehr umfangreich. Man kann das Radio wunderbar so hängen lassen, weil als nächstes machen wir hier den Anschluss. Und da kann man schon den sogenannten Power Quad Lock Stecker ausstecken und abziehen. Dazu hier, der Quadlock-Stecker hat hier so eine Nase. Ich zeige es nochmal. Hier den Bügel, den Zapfen drücken und dann kann man es aufklappen und dann lässt er sich einfach abziehen. Als nächstes kommt die Kabelverlegung dran. Ich habe mir das Kabel mal hergenommen. Das sind die Endstufenanschlüsse. Die Endstufe kommt ja hier an das Kickpanel hin und das hier sind die Anschlüsse, die hinter der Head Unit gemacht werden. Und ganz wichtig ist es, dass wir mit dem Kabel hier entlang des Originalkabelbaums hochgehen und hinter dem Träger des Armaturenbretts wieder runterkommen, um eben sauber an die Head Unit hinzufahren. Ganz geschickt ist es, wenn man hier diese Lüftungszuführung ausbaut. Die ist hier unten mit so einem kleinen Clip fest. Man muss hier mit einem Torx-Schraubenzieher oder mit kräftigen Fingernägeln
diesen Zapfen herausziehen. Dadurch löst man die Lüftung und wenn man sie dann kräftig nach hinten drückt, kann man sie hier ausbauen. Und so kommt man dann relativ geschickt hin, das Kabel zu legen. So, wir haben das Kabel verlegt, wie gezeigt. Die Anschlüsse liegen jetzt hier oben und sind bereit zum Umpinnen. Hier muss ich technisch ein bisschen ausholen, weil das wird ein bisschen schwieriger. Hier der graue oder der beige 8-Volt-Stecker, das ist der Lautsprecheranschluss, der seither vom Autoradio versorgt wurde. Den können wir schon mal hier ausklipsen, hier oben und hier unten ist eine Nase, die betätigen und dann geht der Lautsprecheranschluss weg. Hier wird unsere Endstufe dazwischen gesteckt. Das Besondere am Audi Soundsystem ist, dass hier diese zwei unteren Leitungen, das ist der Center Speaker Anschluss, der kommt mit der blauen Leitung schon von unserem Kabel hoch. Der wird ja von der neuen Endstufe mitversorgt. Das sind die zwei unteren Leitungen. Und die zwei oberen Leitungen sind die Zapfen Leitungen. Die müssen auch in die Endstufe eingespeist werden, sonst gibt es was Anteil. Und wir können den nicht nutzen. Das heißt, hier die zwei oberen müssen ausgepinnt werden und unsere losen Pins eingepinnt werden. Da ist die Polarität ganz wichtig, sage ich gleich mehr dazu. Und die unteren, der Center Speaker, der muss ausgepinnt werden und auf das Kabel drauf. Um die Stecker hier auszulösen, muss erstmal diese lila Sicherung entfernt werden, damit mit einem Schraubenzieher oder was ähnlichem einfach in die Kammer reinfahren. Ein bisschen drehen, dann geht die Sicherung raus, runtergefahren. Und dann haben wir hier unser Entpin-Werkzeug und pinnen die Pins aus. Wie gesagt, hier oben Subwoofer, rot ist Plus, braun ist Minus und unten drunter der Center Speaker. So, als nächstes nehmen wir die Subwooferkabel hier von unserem Kabelsatz. Ein bisschen kurz gemacht. Und pinnen die hier ein. So. Und klipsen den Lautsprecherstecker schon mal. So, hier haben wir die lila Sicherung wieder drin. Auf der Stromanschlussseite das braune Kabel, auf der gegenüberliegenden Seite das rote Kabel, unser Abgriff für das Subwoofer-Ausgangssignal. Diese Subwoofer-Kabel bleiben frei und das Center-Kabel, was zum Center-Speaker geht, das wird hier eingepinnt in unser blaues Kabel, was vom Center-Speaker-Anschluss der Endstufe kommt. Da ist auf Polarität zu achten. Hier haben wir das auf der Seite Minus. Da kommt das braun-blaue Kabel rein. Ja. So. Und das Plus ist das weiß-blaue. Verriegelung schließen und den Anschluss herstellen. Der ausgepinnte Lautsprecheranschluss kommt in unseren Anschluss, das ist ja auch kodiert, kann man keinen Fehler machen. Und dann wird das Ganze hier in die Head Unit, Bügel auf. Wieder eingesteckt. Das Kabel hier, das übrige, mittels Kabelbinder hintergebunden. Und ist einfach fertig. So, die Head Unit habe ich wieder hochbuxiert, habe sie hier mit zwei Schrauben befestigt. Die hängt fest. Und
die Lüftung, die wir vorhin entnommen haben, da gibt es einen relativ einfachen Trick. Wenn man sie nämlich sonst versucht einzusetzen, geht es eigentlich nicht. Man drückt die hier oben ein, drückt die ein bisschen zusammen und kann sie dann in den Lüftungsschlauch reinschieben über diesen Widerstand. Und positioniert sie so, wie sie soll. Den Clip, der sie hält, den drehen wir so weit raus, wie es geht. Setzen den hier seitlich ein. Das ist immer noch fummelig. Und drücken den Zapfen hin. Und damit ist die Installation mal hinter der Head Unit fertig. Als nächstes setzen wir die Endstufe ein. Die Endstufe hat hier die Eingangssektion, hier kommt das rot-braune Kabel mit dem vierpoligen Stecker hin. Das sind hier die Ausgänge, einmal Subwoofer und Sender und einmal der Lautsprecher, also der Signaleingangs- und Ausgangsstecker. Und hier kommt der Strom hin, den haben wir jetzt noch nicht gelegt. Machen wir als dann im nächsten Step. Die Endstufe wird hier seitlich an das Kickpanel hochgeschoben. Wir haben ja hier so einen speziellen Halter, der unten mit dem Clip befestigt wird. Den Clip können wir relativ leicht rausziehen, indem ihr das Kabel packt und hin und her bewegt ein bisschen und dabei kräftig zieht. Endstufe wird hier seitlich reingeschoben und wenn die drin sitzt, die Anschlüsse hergestellt, ruhig ein bisschen in die Dämmung reindrücken. Ihr werdet sehen, es gibt eine Position, wo die richtig sauber sitzt. Und unten mit dem Clip, den ihr entfernt habt, den wieder auf die Schraube drücken. Damit sitzt die Endstufe perfekt. Wir haben die Endstufe montiert, haben die Anschlüsse hergestellt, das Stromkabel bereits vorverlegt bis zum Massepunkt hier unten und da auch die Masse verbunden. Wir werden jetzt als nächstes das Stromkabel und das Wooferkabel nach hinten legen. Hier oben habe ich gleich noch einen USB eingesteckt. Der dient zur Programmierung der Endstufe. Der kann hier später dann im Seitendeckel verstaut werden. Die Endstufe hat ja von uns, wenn ihr sowas bei uns im Webshop kauft, ein voreingestelltes Soundsetup. Das heißt, eigentlich bräuchte man das USB-Kabel nicht. Wenn man aber später drauf zugreifen möchte, auf die Endstufe etwas verändern oder dieses DSP-PC-Tool verwenden, dann ist dazu das USB-Kabel notwendig. Das Kabelverlegen fängt hier vorne mal an. Hier haben wir dieses, was auch immer das ist, hat uns Audi hier vermacht, dieses komische Plättchen. Das bitte nicht abreißen unbedingt. Das Kabel hier schön sauber drunter legen. So. Bitte darauf achten, dass diese Schlitze frei bleiben. Da kommen ja die Clips hin später. Ich mache das bewusst hier alles nicht weg, weil es würde bedeuten, dass man später auch noch den Rücksitz wegmachen muss. Und dieser Rücksitz ist mit so Kunststoffaufnahmen befestigt, die eigentlich ziemlich sicher kaputt gehen bei der Entnahme vom Rücksitz. Deswegen mache ich das hier minimalinvasiv, so unter den Teppich. So. Ja, noch drüber. Und als nächstes schiebe ich das Kabel hier einfach unter diese Kunststoffleiste. Der Sitz ist ja am Sitz befestigt. Insofern können wir dort nicht damit kollidieren. Und hier haben wir noch eine Schlaufe. So, damit ist das eigentlich schon im ersten Teil verlegt. So, hier hinten geht es eigentlich auf die gleiche Art und Weise weiter. Da müssen wir allerdings die Leiste etwas anheben, weil hier unten Clips sind, die verhindern, dass man es drunter schiebt. Einfach die Leiste ein bisschen hier anheben. Dann kann man das
drunter legen und hier unter den, an dem Halter vorbei. Und hier unter dem Kunststoff hier so eine kleine Schlaufe machen und unter die Kunststoffabdeckung drunter schieben. So. Aufpassen, dass man das Leder nicht beschädigt. Leiste wieder draufklipsen. Die will nicht, da ist unten so eine Leiste, so eine Nase, die muss zuerst rein. Jetzt sitzt sie. So. Und die nächste Challenge ist hier in den Kofferraum zwischen Boden zu kommen. Dazu mache ich das hier mal auf. Und jetzt braucht man ein bisschen Kraft. Greift hier einfach runter und biegt das Teil, das gibt nach, ein bisschen raus, bis es oben entriegelt wird und kippt das bisschen zu sich her und dann wird das Kabel hier entlang gelegt. Um das Kabel hier ordentlich zu verlegen, müssen wir hier von der C-Säule hier unten durch und kommen dann hier raus. Hier wird der Stromanschluss gemacht und das Subwoofer montiert. Um das ordentlich zu verlegen, muss als allererstes diese Leiste weg. Dazu klipsen wir diese Deckelchen auf. Die können entnommen werden. Und mit der Vielzahnnuss. Sie wackelt, geht aber nicht weg. Jetzt mit der Vielzahnnuss werden die Schrauben herausgedreht und die Teile entnommen. So, das Kabel habe ich hier so zwischen den Sitz und die Leiste gestopft. Dabei rutscht es schön wunderbar unter die Abdeckleiste. Und jetzt ist die nächste Problematik. Wir müssen hier an dieser Kante vorbei bis darunter, um das Kabel in den Kofferraum zu ziehen und nirgends einzuklemmen. Dazu fahre ich mit der flachen Hand unter den Teppich und hebel den ein bisschen weg. Es entsteht eine kleine Lücke und dort schiebe ich unsere Durchziehhilfe durch. So, das Kabel haben wir durchgezogen. Das ist an der Ecke hier wirklich ein bisschen schwierig. Man muss das mit den Fingern wirklich leicht anheben, die ganze Ecke. Und das Kabel liegt jetzt hier drin, geht hier entlang. Das lässt sich nach hinten drücken. Und wenn man bei der ausgebauten Leiste diese Ecke von dem ganzen Halter anhebt, kann man da unten drunter fahren. Wichtig ist jetzt noch, dieses Polster reinzubekommen in umgekehrter Reihenfolge. Hier mal ein bisschen ziehen, hier drunter fahren, unter diese Seitenabdeckung und wirklich so tief wie möglich, bis der Haken. Jetzt ist er drin und jetzt hier hinten noch reindrücken und dann sitzt das Teil wieder perfekt. So, das Kabel haben wir durchgezogen, die Leiste habe ich hier wieder befestigt mit der 8er Vielzahnnuss vorne und hinten die Laschen festgemacht. Den Subwoofer lösen wir jetzt raus, dazu habe ich hier schon mal die zwei 10er Muttern geöffnet und hier hinten das Handrad sozusagen, hier lösen wir den Stecker aus und nehmen den Subwoofer raus. Das hier ist unser toller Audi Soundsystem Subwoofer. Und jetzt werden wir an diese Position unseren Subwoofer einbauen und hier den Stromanschluss herstellen. Für den Stromkabel brauchen wir das beiliegende Kabel, Sicherung und den Sicherungshalter.
zunächst müssen wir aber an die Batterie hin. Dazu wird der Sicherungsbügel hier abgenommen und das hier aufgeklappt. So, und hier können wir gefahrlos Strom abnehmen, ohne irgendwas großartig abklemmen zu müssen. So, hier am Stromanschluss haben wir den Strom abgegriffen. Das ist eine Torx-Schraube. Haben den Sicherungshalter eingepinnt, den zweiten Pin, und haben den Sicherungshalter sowie das Kabel hier ein bisschen befestigt mit Kabelbindern. Da dabei schon mal den Woofer vorbereitet und eingesteckt. Das Ganze kann jetzt im Grunde wieder zurückgebaut werden. Einmal Deckel zu, zweiten Deckel zu. Darauf achten, dass hier die Entlüftung der Batterie ordentlich drin sitzt. Und das Ganze kann hier zusammengebaut werden. So, Schrauben anziehen. Der Subwoofer kommt ja hier rein und ist sehr passend, weil er auf diesem Bolzen sitzt. Entsprechend hat er eine Vertiefung. Damit er nicht rausgeht oder sich nach oben bewegt, gibt es diesen Bügel. Der wird hier mit der mittleren Schraube befestigt. Die habe ich vorher schon entfernt. Und jetzt wird das Ganze eingesetzt. Jetzt nehmen wir den Subwoofer und schieben den über den Bügel auf diese Schraube, ein bisschen hin und her bewegen, und dann sitzt er schon darunter. Und ganz zum Schluss werden hier zwei selbstbohrende Schrauben ins Gehäuse gedreht und damit sitzt er fest. So, und wie ihr seht, haben wir hier in dem Kofferraum wunderbar einen 25 cm Subwoofer mit einem Bassreflex Gehäuse untergebracht, und das Ganze ist null, trägt null auf, der Deckel geht wunderbar drüber, und durch die große Membran haben wir zum einen sehr gute Effizienz und zum anderen einen ordentlichen Tiefbass. Und jetzt gehen wir mal zum Soundcheck. So, wir haben alles zusammengebaut, Handschuhfach und Einstieg komplettiert. Ich habe jetzt mal einen Soundcheck gemacht. Also es ist wirklich ein großer Unterschied zu vorher. Kommt mehr vom Armaturenbrett. Das Geschepper, was man eigentlich von dem Audi Soundsystem so hört, das ist dank der Aktivweiche in der Up 7 DSP wirklich viel besser geworden. Die Türen scheppern eigentlich nicht mehr hörbar. Der Center Speaker ist präsenter und nervt trotzdem nicht. Dadurch, dass wir eben diesen Center Speaker Kanal haben, konnten wir dann auch noch ein bisschen besser in das System integrieren. Und durch den 25 cm Subwoofer haben wir wirklich ein fettes Fundament. Das schiebt auch richtig gut an, und bei Bedarf geht die Anlage richtig laut. Also ich glaube, ich drehe jetzt noch eine Runde.